Hallo und willkommen zum neuen Unboxing von mir. Die Z-Box. Ich habe heute die Z-Box bekommen. Und es ist alles ziemlich spät geworden, deswegen wird es ein schnelles Unboxing, dass ich das vielleicht heute noch reinhauen kann. Und wenn nicht, seht ihr das jetzt am Donnerstag, also heute am Mittwoch. Wenn ich es heute nicht schaffe, mache ich es am Donnerstag rein. So, hier habe ich natürlich meine Adresse mal weggemacht. Wenn es die 12 Leute sehen, nicht, dass sie mich auch mal besuchen kommen. Ich habe hier jetzt eine neue Kamera, wie ihr sehen könnt. Nicht die von den anderen Unboxing Talk. Die habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe mir eine neue gekauft. Und das seht ihr am Samstag, welche ich mir gekauft habe. Zu meinem neuen Video. Unboxing Talk. So. Ich mache das diesmal so. Ich habe hier nicht zu viel Platz. Wir gucken, wie wir das alles machen. Ich muss mir echt noch einen geileren Platz suchen. Wir werden das auf jeden Fall so aufmachen. Ich habe schon den Kleber hier weggemacht, dass ich jetzt nicht so viel mit dem Messer rumhantieren muss. Dann mache ich so. Zack. Nee, doof, dann komme ich hier mal einen Monitor rein. Mach so und dann lange ich immer hier rein. So, wir holen jetzt. Hier kann ich auch. Wir holen jetzt das erste raus. Und was ist es? Was ist es? Was? Polster. Polster brauchen wir nicht. Das schmeiße ich mal weg. Also die Polster benutze ich auch. Die kommen dann irgendwann im Schrank hin. Füllt da schon wieder eine. Egal, das mache ich zu später. Hier habe ich was. So. Was ist das? Ich guck mal im Pac-Man. Vinylfigur ist es. Pac-Man. Vinylfigur. Ah, da hinten sind die abgebildet, welche man da haben kann. Gucken, ob ihr das sehen könnt. Völlig scharf. Scharf gestellt. Ihr könnt ja Stopp drücken. Das sind die Figuren, was man da rausbekommen kann. Ah, jetzt muss ich doch mit... Ne, das geht auch so. So, wir reißen das jetzt einfach mal auf. Und gucken wir mal, welche Figur wir haben. Ist ja cool. Bin mir mal gespannt. Auch von Funko. Das sind ja die, wo diese große Köpfe da machen, die Figur mit dem großen Kopf. So. Ja. Jetzt die Schachtel nicht kaputt machen. Ah, hier. Hier kann man das rausziehen. Ja, Mann. Und hat dann noch eine leere Schachtel und eine schwarze Tüte. Die Schachtel lege ich mal auf Seite. Die finde ich jetzt gar nicht so schlecht. So. Alter, ist der groß, voll cool. Gefällt mir. So. Pac-Man. Ein groß. Sieht doch aus, da gibt es doch die Zeichentrickserie, ne? Und genau so sieht er jetzt aus. Da ist nix. Oh, cool. Der ist cool. Pac-Man. Den kann man schon mal benutzen. So, die erste Sache war eine kleine Figur, eine Pac-Man-Figur. Kommt cool. Oh, nein, ein Poster. Da ist jetzt noch kein Poster aufgehangen, was da drin ist. Und ich hole ja die Dinger schon seit 2 Jahren. Ich habe auch total viele T-Shirts dafür. Also ich bin so dumm heute, diese Box zu öffnen. Hallo? Ich habe ja nichts dagegen. Ja, mit Zähne geht alles. Ich habe gute Zähne. Also die, wo noch drin sind, die sind echt gut. So, wir rollen zusammen aus. Bam, 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 bam. Okay, auch Pac-Man. Hm. Okay. Sieht cool aus, ne? Warum haben wir halt... Ich hab gedacht, wir haben Kampf. Dass das Thema Kampf ist. Aber jetzt kriegt man gerade nur Pac-Man. Bin ja mal gespannt, ob da noch was anderes kommt. Okay, das Poster, aber auch cool. Möchte mich jetzt nicht beschweren. Nicht wirklich. Wenn T-Shirts was hat, ich bin nämlich ziemlich fett. Ich mache halt den Diät, so wie ich dir schon erzählt habe. Aber trotzdem bin ich fett. Und da ist mein T-Shirt ziemlich groß. So. Verarscht mich nicht. Verarscht mich nicht. Ich weiß ganz genau, was das hier ist. Das ist eine Schnarke. Ich werde gerade von der Schnarke attackiert. Das sind Untersetzer. In Zelda und Super Mario World. Gibt's doch nicht.
Ich zeige euch jetzt mal, warum ich sage, das gibt's nicht. Schaut euch die Dinger jetzt genau an. Passt mal auf. Wir haben nämlich hier so einen kleinen Tisch an der Seite. Hier so ein Regal. Und da stelle ich halt meinen Tee ab. Bei mir ist es nicht so ganz normal mit so einem Bürostil. Ich habe hier so einen Chefsessel, da flagge ich rum. Also ist ziemlich anders da als bei den anderen Zocker. Ich habe da jetzt kein Büro. Vielleicht mache ich mal, wenn ihr wollt, eine Zimmertour. Eine Roam-Tour. Aber erst, wenn es fertig ist. Wir haben es erst renoviert. Und dafür die Poster. Jetzt guckt mal hin. Ich habe mir die hier erst gekauft. Einmal Zelda, plus war da kein Super Mario dabei. Da war das hier dabei. Retro Prime. Das war dabei. Und Zelda. Die sind jetzt schon ein bisschen benutzt. Die sind auch so leicht gebogen. Deswegen. Und das sind noch die... Das sind die gleichen. Das ist auch die gleiche Packung. Wir machen es auf. Da sind jetzt wieder zwei Zelda drin. So war es das auch bei mir. Ich habe ja gedacht, in den Einpacks sind alle vier drin. Weil es gibt eigentlich vier Teile. Nee. Oh. Einmal Zelda. Einmal ist der hier drin. Den was ich euch gerade eben gezeigt habe. Seht ihr? Bin so ein Nerd. Ich habe das Zeug schon bevor es zu mir kommt. Ist cool. Wir brauchen aber viele Untersetzer. Davon kann man nie genug haben. Alter, die packen. Ich muss ja aufreißen, dass ich da rankomme. So. Jetzt machen wir mal hier runter. Machen wir auf. Jetzt bin ich mal gespannt, was das zweite ist. Mario Kart. Das sind alle vier. Wie geil ist das denn? Hier ist Mario Kart. Richtig scharf, ne? Aber sieht man, erkennt man. Und hier ist Mario. Und ich habe wirklich nur bei meinem Pack einmal ihn hier drin gehabt und den hier. Also der zweimal und der zweimal. Hier sind alle vier drin. Finde ich cool. Richtig geil. Meine Set wird erweitert, ohne dass ich irgendwas dafür kaufen muss. Also das seht ihr mal, was ich für ein Nerd bin, dass ich sogar das zu Hause habe. So, jetzt sind noch zwei Sachen drin. Ne, da ist noch was drin. Ah, hier. Okay. Ready Player One. Crystal Key Ring. Schlüsselanhänger. Okay. Ist ein Schlüsselanhänger. Von was? Das kennst du. Ich mach mal auf. Ich will. Alter, die Folie glänzt so stark. Und das ist dann natürlich nicht schön. Hier steht noch irgendwas hinten drauf. Da ist jetzt kein Key drauf, was ihr da erkennen könnt. Ich stelle sich. Gut. So. Wir müssen uns erst mit der Kamera zurechtfinden, die ist neu. Und bis jetzt finde ich sie richtig cool. Wäre der Schlüssel. Und was das jetzt aber ist, weiß ich nicht. Vielleicht könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. Vielleicht hat es gar keinen Grund, ich hebe es mal hier rein. Die Typen, das ist der Schlüssel. Gut, ein schönes Schlüsselanhänger. Habe ich schon lange keinen mehr gehabt. Und was haben wir jetzt hier noch drin? Unglaublich. Ich muss euch sagen, ich habe eine Münze wieder gekriegt. Zurzeit ist öfters eine Münze drin. Also fast jede Box war jetzt eine Münze drin. Das ist eine Goldmünze. Ich habe gedacht, das ist eine Silber. Und zurück aus der Zukunft, Limited Edition. Eine Goldmünze. Ja, stellt er sich drauf. Von der anderen Seite würde es so aussehen. Jetzt passt mal auf. Ich mache kurz einen Schnitt. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Die Kamera hat sich da gerade ein bisschen gestellt. Warum bin ich kurz aufgestanden? Ich muss euch was zeigen. Die letzte Box, also hatte die dritte davor. War auch eine Goldmünze drin von Jurassic Park. Und die habe ich bei eBay verkauft für 50 Euro. Da war ich vor total überrascht. Weil der Inhalt kostet mich ja 25 Euro. Und da habe ich 50 Euro nur für diese Münze rausgekriegt. Danach habe ich eine silberne Münze gehabt. Die habe ich auch reingetan, weil ich brauche diese Münzen nicht, ehrlich gesagt. Und habe 17 Euro bekommen. Also für so eine silberne. Und die letzte Boxe war eine Street Fighter Goldmünze drin. Dass es sich scharf gestellt hat.
Guck doch mal hier oben rein. Das ist eine Street Fighter goldene Münze. Und jetzt habe ich auch noch die Zurück in die Zukunft, die goldene Münze. Aber die behalte ich jetzt mal, weil viele Leute hauen die immer ganz schnell raus und dann sind sie vor 30 Euro drin. Die behalte ich mal, vielleicht behalte ich sie auch komplett, aber finde ich schon mega. Also die Street Fighter, die war in der letzten Boxe drin. Boxe, in der letzten Boxe war die Street Fighter drin. In der letzten Box war die drin. Hammer. Jetzt habe ich noch die Zurück in die Zukunft Münze. So, legen wir aber jetzt hier dazu. Wie viele Items sind jetzt hier noch drin? Ah, nur noch eins. Und das ist das Riesen-T-Shirt. Okay, das ist jetzt so zusammengeknallt drin. Wir machen das jetzt auf. Ich gucke mir das erstmal selber an. Cool. Und dann muss ich das nämlich irgendwie falten, dass ihr das Motiv seht. Weil, wie gesagt, ich bin kein Leichtgewicht. Ich bin ein ziemlich großer Mensch. So. Aber ich möchte ja, dass ihr dieses T-Shirt in der vollen Pracht seht. Das Muster ist. Wer kann mir sagen, was das ist? Jumanji. Voll geil. Das sind die Würfel. Das ist die Spielbrettfigur. Aber der hört sich auch gut an, ne? Der Aufdruck. Ich glaube, da muss man echt aufpassen beim Waschen. Richtig cool. Geiles T-Shirt. So. Jetzt machen wir eine kleine Zusammenfassung. Legt das hier mal runter. Macht die Schachtel weg. So. Hol das Heft hier noch raus. Weil es hieß ja, dass diese Woche Battle ist. Und dann gucken wir mal, was denn schon wäre. So, das war letztes Mal drin. Hier die Tasse habe ich. Und das Panda T-Shirt habe ich auch. Entschuldigung. Es ist schwer, das zu zeigen. Wir machen das jetzt mal andersrum. So, da das Panda T-Shirt mit der linken Schrift habe ich auch. Und die Figuren habe ich genauso, wie sie jetzt dran stehen. Da habe ich alle drei. Die fallen mir jetzt nicht so, werde ich irgendwie weggeben. Oder verkaufen, weiß noch nicht, weil ich behalte nicht alles aus der Box. Da ist ja blöd. So, dann gucken wir mal weiter. Wo jetzt hier genau steht, was alles drin ist. Es gibt ja immer mehrere Sachen, was drin sein kann. Ja, hier steht die Münze. Die gibt es jetzt in Silber und in Gold. Und davon gibt es jetzt 1500 Gold. Oder 5000 Silber waren es immer. Dann habe ich die Untersetzer, die stimmt. Untersetzer haben wir auch. Das Poster haben wir. Hier, das, die Figuren da, die haben wir drin. Da gibt es jetzt gar nicht viel Unterschied. Da ist das T-Shirt nochmal gezeigt. Das ist echt doof zu zeigen, weil ich die Monitor runterhängen habe, die Cam und der Schlüsselanhänger. Ja, die Box war jetzt echt interessant. Mir hat sie tierisch gefallen, muss ich jetzt echt sagen. Auch die goldene Münze finde ich echt interessant. Jetzt habe ich zwei goldene Münzen hier rumliegen. Viele sagen, man soll sie behalten. Hier ist noch mal ein bisschen was über Jumanji drin. Aber alles Englisch hier. Hier kommt noch mal Pac-Man. Hat eine Riesenrolle diesmal gespielt. Und was ist denn... Hinten steht eigentlich immer... Das nächste Thema dran. The Battle. Mario versus Link. Geht diesmal nicht dran. The Battle heißt das nächste. Oh, das haben wir jetzt schon. Ja, wie das nächste Thema ist, können wir ja nächstes Mal gucken. So, ich zeige euch nochmal einen Schnelldurchlauf, sonst wird das Video zu lang. Was alles drin war. Natürlich das T-Shirt. Das Heft. Der geile Schlüssel. Also mir gefällt der Schlüsselanhänger. Kann ich nochmal zeigen. Sieht nicht schlecht aus. Sieht aus wie ein Schlüssel, der Schlüsselanhänger. Dann einmal hier ihn hier, den finde ich jetzt nicht so, ich finde gut, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt mir Bein dafür ausreißen will. Dann die goldene Münze, das ist natürlich wieder, ich denke mal, so habe ich meine Boxen jetzt für ein paar Tage raus. Boxen. Und dann hier die geilen Untersetzer, wo wirklich alles verschieden ist. Mario Kart, echt
Hammer. Wer ist das jetzt? Anfangen bald mit Switch Mario Kart. Dann passt das. Dann werde ich meine Teetasse hier draufstellen auf die Mario Kart. Ja. Ne? Und also, das war's. Und natürlich das Poster darf man hier nicht vergessen von Pac-Man. Auch nochmal zu sehen. Sieht auch sehr lustig aus. Sehr schön. So, wenn es euch gefallen hat, nicht vergessen, liken, abonnieren. Ihr kennt, Support ist kein Mord. Und Support tut gut für mich und für euch vielleicht auch noch, wenn meine Videos besser werden dadurch. Dann will ich jetzt sagen, der goldenen, geilen Münzen. Tschüss, bis bald. Tschüss. You cry, no.